Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal kein Fernsehen oder Beamer, wie man vielleicht vermuten könnte, weil ich im Wohnzimmer stehe, weil das Paket einfach groß ist und weil wir uns ein E-Bike angucken. Ja, richtig gehört. Ein E-Bike unter 1000 Euro. DYU hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt und das Ganze kommt auch genau richtig, weil ich in letzter Zeit immer öfter mit dem Fahrrad fahre und den Leuten neidisch hinterherblicke, die ein E-Bike haben und richtig schnell Antritt haben und bergauf einfach, denke ich, besser fahren im wahrsten Sinne des Wortes als mit einem normalen Fahrrad. Daher gucken wir uns heute das Fahrrad an. Ich würde es auch gerne mit euch zusammen auspacken. Wir machen es mal im Zeitraffer, gehen auf die wichtigsten Sachen ein, machen auch die erste kleine Probefahrt, gucken uns, wenn es aufgebaut ist, nochmal im Detail an. Und im zweiten Teil wird es dann auf jeden Fall ein Videotagebuch geben, wo ich 2 Wochen mit dem E-Bike fahre, euch immer tagesaktuell in dem Video berichten werde und nochmal ein abschließendes Fazit, weil ich finde, ein wirkliches Fazit kann man erst geben oder euch mitteilen, wenn man es wirklich genutzt hat. Und ich finde, 2 Wochen denn ist eine Menge Zeit. Ich freue mich drauf, weil ich hoffe, dass die 45 Minuten bis eine Stunde, die ich momentan zur Arbeit brauche, nicht mehr brauchen werde oder wenigstens nicht mehr so ins Schwitzen komme, dass ich quasi mein T-Shirt ausfringen muss, wenn ich auf Arbeit ankomme und erstmal duschen würde. Weil so geht es mir, wenn ich bergauf fahre und ich habe viele Strecken, wo es mit dem Auto gar nicht so aussieht. Aber mit dem Fahrrad, ihr werdet es merken, da geht es denn selbst eine kleine Neigung, da muss man auch nicht reintreten. Also, wir gucken uns die Kiste mal an und schauen mal, wie das Ganze aussieht. So, die E-Bike ist ausgepackt. Ihr seht schon, das Hinterrad ist natürlich dran, gar keine Frage. Ich finde auch rein von der Verpackung das erstmal mehr als in Ordnung. Alles die wichtigen Stellen waren jetzt alle gepolstert, sodass da drinnen nichts passiert. Ne, man kann auch schon erahnen, hier vorne ist die Gabel dann quasi, wo das einzelne Rad, was hier auch nochmal befestigt ist mit Kabelbindern, denn reinkommt. Wird ein Schnellverschluss sein, gucke ich mir gleich an. Sattel darf nicht fehlen, Schutzblech. Und hinten habt ihr bei dem Modell auch nochmal den Gepäckträger. Und es sollte es ja auch schon fast gewesen sein. Natürlich noch ein Lenkrad wäre nicht schlecht. Das ist jetzt noch nicht dran da oben. Das wird ja auch irgendwo rumschwören. Und da hinten gucken wir uns gleich mal an, was da noch drin ist. Ich denke mal Werkzeug und alles, was man eventuell an Schrauben braucht. Ausgepackt ist jetzt alles. Hier ist noch das Netzteil mit bei. Das brauchen wir natürlich jetzt erstmal nicht. Pedale musste ich beim anderen Fahrrad, was ich mir erst neulich gekauft habe oder letzten Sommer war es, um ganz genau zu sein, muss man sowas ja immer heutzutage bei einem Mountainbike oder sonst was immer extra kaufen, weil die ja so modern sind und nichts mehr dran haben, noch nicht mal ein Schutzblech. Aber ihr habt auch einen Ständer fürs Fahrrad gleich mit bei, finde ich löblich. Und jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, darf man dazu Schweizer Messer sagen? Nein, das wäre, als wenn ich zum Taschentuch Tempo sage, obwohl es kein Tempo ist wahrscheinlich. Multifunktionswerkzeug, wie auch immer, ist auch dabei, um alles denn zu montieren. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach dem Lenkrad und dann werde ich euch einfach immer mal in die Momenten das Ganze einspielen, damit ihr auch einen Eindruck von bekommt, wie schwierig es ist oder auch nicht und wie einfach das Ganze ist. Und dann sage ich es euch und dann gucken wir gleich mal, wenn das Ganze fertig ist. Das E-Bike steht. Wir kommen jetzt mal zum Preis, zum Aufbau und zu den technischen Daten. Also aktuell kostet das E-Bike, so wie es fertig aufgebaut ist, 799 Euro. Normalerweise 899 Euro. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habt ihr 100 Euro Rabatt. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wie war der Aufbau? Ich finde relativ einfach, weil viel musste nicht gemacht werden. Ihr habt wie gesagt einen Fahrradständer dazu, Gepäckträger mit 4 Schrauben fixiert, Pedal reingeschraubt, vorne denn in die Gabel euer Vorderrad. Und dann noch das LCD-Display, das seht ihr auch gleich später, wo ihr so ein paar Infos habt, wie viele Kilometer ihr schon gefahren seid, wie viel km/h ihr gerade fahrt, in welcher Fahrstufe ihr seid, bis zu 3 Level gibt sozusagen oder Unterstützungsmodi.
1 einfachste Mittel bis starke Unterstützung. Bis zu 25 km/h schiebt quasi der Motor an. Das ist ein bürstenloser Motor mit 250 Watt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr anfangt zu treten, bis zu 25 km/h unterstützt das Ganze. Was ich sehr hilfreich fand, gerade wenn es bergauf geht, wirklich auch mal steil wird, da kommt man nicht ins Schwitzen, er unterstützt euch und ab da könnt ihr dann alleine und ja, dann kann man nochmal 36 km/h fahren, aber ab 25 km/h dann aus eigener Kraft aus den Beinen. Und ja, also ich bin bisher sehr begeistert, bin jetzt einen Tag schon mit gefahren, das hat jetzt erstmal nicht viel zu heißen, aber mein erster Eindruck bleibt nach wie vor, wie er ist. Da ist die Gangschaltung, ne? Und vom Aufbau war das Ganze wirklich relativ einfach. Dann habt ihr da die Taste M, wie ihr sie gerade seht, an- und ausschalten und die Fahrstufen hoch, runter. Ist ein bisschen wie beim Auto, wenn ihr schaltet. Man fühlt sich auch so ein bisschen wie mit dem Auto, weil man das Ganze wirklich relativ einfach machen kann. Wie gesagt, die Lichter habt ihr auch gesehen, die sind auch dabei. Ansonsten schafft ihr bis zu 65 Kilometer mit einer Akkuladung. 5 Stunden braucht er, bis er voll ist. Und 65 Kilometer wahrscheinlich je nachdem, wie ihr fahrt und wo ihr fahrt und wie viel natürlich der Akku leisten muss. 27 Kilo wiegt das Fahrrad, ist schon ein ordentliches Gewicht. Tragen will ich es jetzt auf lange Distanz nicht. Der Akku ist herausnehmbar, was auch sehr gut ist. Also ihr könnt direkt am Fahrrad laden oder nehmt den Akku raus und ladet den drinnen. Ansonsten, ja, 27,5 Zoll ist das Fahrrad groß. Ich bin jetzt 1,94 Meter, sitze da relativ gut bequem im Sattel und drauf und habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es zu klein wäre für mich. Ich habe es auch mal verglichen mit meinem Mountainbike. Das passt soweit. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Daten wollt, ich packe euch das in die Videobeschreibung. Es kommt doch nochmal ein neues Video von den oder nach den 2 Wochen, wenn ich wirklich mal so ein endgültiges Fazit geben kann. Aber das, was ich euch bisher mitgeben kann, ist auf jeden Fall, dass das Fahrrad Laune macht, Bock macht. Ich wirklich jetzt jeden Tag zur Arbeit fahre. Jetzt kann mich wirklich bloß noch Hagel oder Sturm und Schnee abhalten. Und ich freue mich aufs nächste Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal kostenlos, aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ansonsten lasse ich euch jetzt noch ein bisschen allein mit den Eindrücken und den Aufnahmen vom Fahrrad. Bis dahin, ciao.